der Charles River mit Blick auf Cambridge, Massachusetts. Nirgendwo sind die Bedingungen für Spitzenforschung so gut wie hier im Großraum Boston. In Harvard und stromabwärts am MIT wenden sich die Urväter der Computer-Hacker-Szene einer neuen Disziplin zu. Was wir in diesem Jahrhundert lernen werden, ist, Materie in der gleichen Art und Weise zu manipulieren, wie es die Natur bereits tut. Wir werden die Biologie wie Ingenieure beherrschen. Biologische Systeme werden machen, was wir von ihnen erwarten, und nicht das, was sie natürlicherweise machen würden. Tom Knight arbeitete am MIT an den Vorläufern des World Wide Web. Sein Freund Randy Redberg war 30 Jahre lang in der Computerindustrie tätig, bis die beiden Mitte der 90er Jahre das Potenzial der Biologie entdeckten. Sie hatten die Idee, lebende Zellen wie Computerchips zusammenzusetzen. Dafür mussten sie die Kernbestandteile einer Zelle, ihre Gene, standardisieren. Die Idee der BioBricks war geboren. Genbausteine, die modular zusammenpassen. Jedes Genmodul verleiht dem einfachen Organismus neue Fähigkeiten. Im Labor arbeiten die Biohacker nun am ganz großen Wurf. Zum Beispiel an Bakterien, die Abgase fressen und dann frische Luft pupsen. Künstliche Lebewesen, die zusammengesetzt aus verschiedenen DNA-Teilen jeweils eine Funktion haben. Stoffe produzieren, die die Menschheit braucht. Diese Disziplin, die Biologen, Chemiker, Informatiker und Ingenieure im Labor zusammenbringt, heißt synthetische Biologie. Der liebe Gott scheint Konkurrenz bekommen zu haben. Worauf müssen wir achten, damit aus einem Traum kein Albtraum wird? Dieser Kühlschrank ist eine Datenbank. Hier lagern BioBricks für die jährlich stattfindende studentische Weltmeisterschaft der Erfinder künstlichen Lebens, genannt iGEM. Mit diesen Genbausteinen werden Mikroorganismen umfunktioniert, um Stoffe zu produzieren, die sie normalerweise nicht herstellen. Der Wunschzettel ist lang: Medikamente, Treibstoffe, Plastik und vieles mehr. Letztlich sollen die maßgeschneiderten Lebensformen jedoch Gold produzieren. Mit synthetischer Biologie werden Unternehmen bereits 2015 weltweit einen Umsatz von fast 5 Milliarden Euro machen, glauben Marktforscher. Die Wissensgrundlage jedoch ist allgemein gut. Unsere Philosophie bei iGEM ist die des gegenseitigen Austausches und der Gemeinschaft. Wir geben Studenten die Biobausteine, BioBricks, und dann sammeln wir alle Präsentationen, alle Ergebnisse des iGEM-Wettbewerbs, alle Wikis der verschiedenen Teams. Alle Ergebnisse aus diesem Jahr stehen im nächsten Jahr allen neuen Teams zur Verfügung. Am Anfang des Wettbewerbs schauen sich die Studenten die Bauteile aus der BioBrick-Datenbank an und bauen dann daraus etwas Besseres. Etwas, das beim letzten Mal noch keiner bauen konnte. Am iGEM-Wettbewerb beteiligten sich 2012 190 Studententeams aus der ganzen Welt. Alle bekommen BioBricks im Starter-Set aus Boston. Darin befinden sich beispielsweise die Bauanleitung und Genbausteine, um Bakterien leuchten zu lassen. Auch deutsche Teams sind mit am Start. In diesem Jahr rechnet sich die iGEM-Gruppe der Uni Bielefeld gute Chancen aus. Die Studenten aus Ostwestfalen sind eines von 12 deutschen Uni-Teams, die nach Boston zum iGEM-Wettbewerb fahren wollen.
Allen Teams ist eines gemeinsam. Sie wollen mit Hilfe der synthetischen Biologie Probleme lösen. Die Antibabypille ist in Deutschland und europaweit verbreitet. Tausende Tonnen von Medikamentenrückständen gelangen so jedes Jahr in die kommunalen Abwässer. Darunter auch massenhaft weibliche Sexualhormone. Was kaum einer weiß, selbst fortschrittliche Kläranlagen können diese synthetischen Substanzen nicht komplett aus dem Abwasser entfernen. Das iGEM-Team der Universität Bielefeld glaubt an eine biologische Lösung und macht sich im Emscher Klärwerk, dem modernsten Klärwerk Europas, ein Bild über die Situation. Wie und an welcher Stelle im Reinigungszyklus könnte die synthetische Biologie helfen? Der Wirkstoff der Pille, das künstliche Sexualhormon Östrogen, kann schon in geringsten Konzentrationen bei Fischen dauerhaften Schaden anrichten. Auch bei Männern besteht der Verdacht auf ein erhöhtes Krebsrisiko. Doch der Baukasten der Natur hält eine Lösung parat. Das Studententeam möchte Enzyme nutzen, die den Wirkstoff der Pille aufspalten und damit unschädlich machen können. Ein neuartiges biologisches Filtersystem. Die synthetische Biologie ist in unserem Fall tatsächlich das Mittel der Wahl, weil die herkömmlichen Methoden alle nicht ausreichen, um diese Mikrofonreinigungen aus dem Wasser abzureinigen. Das heißt also, man kann versuchen, mit synthetischer Biologie alternative Lösungen zu finden und kann versuchen, Enzyme zu produzieren, zum Beispiel, die so in der Natur nicht vorkommen, um diese Enzyme zu nutzen, um damit Östrogene aus dem Wasser abzureinigen. Die gentechnisch veränderten Organismen bleiben allerdings im Labor. Nur die von ihnen produzierten Enzyme sollen ins Abwasser gelangen. Unser Ziel ist es, Enzyme, wie sie auch im Waschmittel vorhanden sind und wie sie auch in Nahrungsmitteln verwendet werden, in immobilisierter Form, das heißt also in einer fixierten Form, in das Abwasser zu geben, um dort die Schadstoffe abzureinigen. Damit sich der Wirkstoff der Antibabypille, das künstlich hergestellte weibliche Sexualhormon Östrogen, im Körper der Frau nicht zu früh abbaut, ist er im Labor verstärkt worden. So sehr, dass er sich leider mit herkömmlichen Methoden auch im Abwasser nicht mehr abbauen lässt. Eine natürlich vorkommende Gruppe von Enzymen könnte Abhilfe schaffen. Sogenannte Lakasen kommen in Schmetterlingstrameten vor, einer Pilzart, die gerne auf abgestorbenen Bäumen wächst. Hast du die Poren gesehen? Hat keinen bestimmten Geruch. Okay. Das passt. Fein samtig, das passt. Die Bielefelder Studenten wollen die besonderen Fähigkeiten dieser Pilzenzyme untersuchen. Wie gut lassen sich Lakasen zur Reinigung von Krankenhaus- oder Industrieabwässern heranziehen? Um diese Frage zu klären, müssen die zukünftigen Bioingenieure zunächst die Lakase-Gensequenzen bestimmen und aus dem Ursprungsorganismus herausisolieren. Die Rezepte dieser Genküche sind seit langem bekannt. Doch der Produktionsprozess hat sich radikal vereinfacht. Wir haben uns eine Enzymklasse gesucht, die Lakasen, die sind in der Lage sind, unter anderem Östrogene abzubauen. Den Pilz eigentlich benutzen wir gar nicht. Wir benutzen tatsächlich nur ein Protein, was in diesem Pilz normalerweise vorkommt. Das heißt, den Pilz benutzen wir nur, um die DNA des Pilzes zu isolieren und uns daraus das Gen für die Lakase zu isolieren. Dieses Gen bringen wir dann in unseren Produktionsorganismus. In unserem Fall ist das für den Pilz eine Hefe. In dieser Hefe produzieren wir dann das Enzym des Pilzes und am Ende nutzen wir tatsächlich nur das Enzym des Pilzes, um damit im Abwasser Östrogene abzureinigen. Die iGEM BioBricks aus Boston werden jetzt mit den Lakase-Genen aus dem Pilz kombiniert. Sobald das geschehen ist, produzieren Hefezellen oder Bakterien große Mengen Lakase-Enzyme. Das Bakterium übernimmt Funktionen, die eigentlich aus einem völlig anderen Lebewesen stammen. Ein neuer künstlicher Organismus entsteht, den es ohne den Eingriff des Menschen nicht geben würde. Dadurch, dass man die BioPricks standardisiert hat und die frei hintereinander kombinieren kann, ist es in etwa so, als ob man den Organismus tatsächlich programmiert.
Das heißt, der Organismus ist am Ende die Hardware und was wir als Biofix einbringen, ist die Software. Und dadurch, dass wir diese Biofix in der Form frei kombinieren können, können wir sozusagen den Organismus auf zum Beispiel neue Aufgaben programmieren. Wird hier die Natur dienstbar gemacht oder wird sie versklavt? Wer setzt die Grenzen? Oder wird jetzt alles möglich? Künstliches Leben erschaffen, Gott spielen, der Natur ins Handwerk pfuschen. Die Bielefelder Studenten wissen, dass sich viele Menschen vor ihrer Arbeit gruseln. Doch sie hoffen, wenn die Menschen besser verstehen, was in der Wissenschaft vor sich geht, werden sie die Angst davor verlieren. Wer am iGEM-Wettbewerb teilnimmt, lernt, dass es um viel mehr geht als um neue Designerkreaturen. Die Studenten müssen ihre Arbeit reflektieren, sich präsentieren, organisieren und vor allem andere für ihr Projekt begeistern. Und das in aller Öffentlichkeit. Mit der Entzifferung des menschlichen Erbgutes im Jahr 2000 hatten die Wissenschaftler die Werkzeuge entwickelt, um die Grundbausteine des Lebens zu lesen und zu beeinflussen. Der erste Meilenstein der synthetischen Biologie war geschafft. Zehn Jahre danach sind in den USA die ersten Bakterien mit komplett künstlichem Erbgut zum Leben erweckt worden. Doch einer der größten Meilensteine der synthetischen Biologie ist in Deutschland gesetzt worden. Angetrieben vom Wunsch, einen tiefen Blick in die Vergangenheit der menschlichen Evolution zu werfen. Und den ewigen Fragen, wer sind wir? Und wer sind unsere nächsten Verwandten? Europa während der letzten Eiszeit. Neandertaler und Menschen konkurrieren um Ressourcen bei der Jagd auf Pferd, Wiesent und Mammut. Den Jahrtausende andauernden Kampf um das tägliche Überleben hat nur der Mensch gewonnen. Unser nächster Verwandter, der Neandertaler und auch das Mammut, sind schon lange ausgestorben. Wer war diese Menschenart? Was unterscheidet sie von uns? Antworten auf diese Fragen stecken in den Genen der Neandertaler, die in Deutschland 2010 entschlüsselt worden sind. Wie war es überhaupt möglich, genetische Informationen einer längst ausgestorbenen Menschenart wiederherzustellen? Die Neandertaler-Höhle von El Cidrón im Nordosten Spaniens ist eine bedeutende archäologische Fundstelle. Hier in den Asturischen Bergen lebte und starb schon vor etwa 50.000 Jahren eine Gruppe von Neandertalern. Tausende Knochenfragmente von Neandertalern wurden hier schon geborgen. Aus vielen Puzzleteilen setzten die Wissenschaftler Stück für Stück ein grausiges Bild zusammen. Die Höhle von El Cidrón war Schauplatz eines prähistorischen Massenmordes. Wer aber war dieser mysteriöse Verwandte des Menschen wirklich? Wie sah er aus? Konnte er sprechen wie wir? Die Werkzeuge moderner Gentechnik verhelfen der Wissenschaft erstmals zu neuen Einblicken in eine längst untergegangene Welt. Die 50.000 Jahre alten Opfer der Kannibalen aus der Höhle von El Cidrón sind heute Teil eines außergewöhnlichen wissenschaftlichen Projektes. Aus den uralten Knochen der getöteten Neandertaler haben Forscher aus Leipzig die gesamten Erbinformationen isoliert. Am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie arbeiten Spitzenforscher aus der ganzen Welt. Ihr gemeinsames Ziel, das Rätsel der Evolution des Menschen zu lösen. Die Paläoanthropologie ist eine relativ junge Wissenschaft.
Fast die Hälfte der bekannten Fundstücke wurde erst in den letzten 30 Jahren gefunden. Jean-Jacques Hublin ist einer der renommiertesten Vertreter seiner Zunft. Er hat seine französische Heimat verlassen, um hier in Leipzig die Entwicklung des Menschen zu erforschen. Hier am Institut gibt es Menschen, die experimentelle Psychologie machen, Genetik oder Linguistik. Manche studieren lebende Primaten. Meine Abteilung studiert die historische Evolution der Menschheit. Und es ist die Interaktion verschiedenster Forschungsfelder, die zu neuen Ansätzen und neuen Fragen führt. Unsere Frage lautet: Was unterscheidet uns Menschen von anderen Hominiden? Der Neandertaler stand uns genetisch so nahe wie keine andere Menschenform. Und doch war er im biologischen Sinne kein moderner Mensch. Heute ist unser nächster lebender Verwandte ein Affe, der Schimpanse. Zwischen Schimpansen und Menschen liegen 6 Millionen Jahre Entwicklung. Der Neandertaler trat erst vor etwa 500.000 Jahren auf die Bühne. 98,8% der Gene von Schimpansen und modernen Menschen sind identisch. Macht ihn das zum Menschen? Der Neandertaler steht uns noch näher als der Affe. Ist er deshalb ein Mensch? Even in the scientific community, somehow there is a difficulty accepting. Selbst viele Wissenschaftler haben Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass in der Vergangenheit verschiedene menschliche Spezies zur gleichen Zeit nebeneinander existierten. Und dass jedem dieser frühen Menschen ein Teil von Menschlichkeit innewohnte. Nur nicht zu gleichen Teilen. Sie waren menschlich, nur nicht komplett menschlich, wie wir es heute sind. Doch irgendwie ist die Versuchung stark, alle frühen Menschenarten uns selbst gleichzustellen. Und ich denke, das ist fast eine kreationistische Vorstellung von menschlicher Evolution. Die Debatten, die wir heute um den Neandertaler führen, sind ein Teil davon. Dabei gilt die Verwandtschaft von Neandertalern und anatomisch modernen Menschen heute auch dank der Genanalysen als weitestgehend geklärt. Unter Paläoanthropologen herrscht Einvernehmen darüber, dass beide im afrikanischen Homo erectus einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Der Paläogenetiker Adrian Briggs hat in Leipzig zusammen mit seinen Kollegen wesentlich zu dieser Erkenntnis beigetragen. Ihnen gelang die Entschlüsselung des gesamten Erbgutes unseres mysteriösen Verwandten. Neandertaler waren menschenartige Wesen, die vor einer halben Million bis 30.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung in Europa und Asien lebten. Sie starben aus und wir sind uns nicht sicher, warum. Vielleicht hatten wir einen genetischen Vorteil, der uns besser befähigte, Gesellschaften aufzubauen oder Technologien zu produzieren. Es wäre faszinierend, diese genetischen Unterschiede zu finden. Es ist ein Wunder, dass man aus 50.000 Jahre alten Knochen überhaupt noch DNA isolieren kann. Lange galt eine Entzifferung des Neandertaler-Genoms als unmöglich. Denn nach dem Tod eines Lebewesens zerfällt der DNA-Strang der Doppelhelix in immer kleinere Bruchstücke. Zur DNA-Extraktion muss das fein gemahlene Knochenmaterial in einem ersten Schritt aufgelöst werden. Zwar wird die aufgelöste DNA immer feiner gefiltert, bis nur noch Erbmoleküle übrig bleiben, doch die Probleme, aus der resultierenden Buchstabensuppe den Roman des Neandertalerlebens zu lesen, schienen einfach unüberwindlich. Die Zeit verändert die Erbmoleküle und Bodenbakterien oder Pilze hinterlassen ebenfalls ihre DNA-Spuren in den Knochen. Die Proben sind mit fremder DNA kontaminiert. Was ist nun Neandertaler-DNA und was nicht? Aus Millionen prähistorischer DNA-Fragmente müssen die Paläogenetiker brauchbare Informationen herauslesen. Die Entschlüsselung des Mammut-Genoms vor ein paar Jahren lieferte wichtige Hinweise im Umgang mit sehr alten DNA-Fragmenten. Im Unterschied zum Neandertaler, von dem nur Knochen übrig sind, wurden einige tote Mammuts im Permafrostboden Sibiriens mit Haut und Haaren hervorragend konserviert.
Die Haare der Tiere bestehen aus Keratin, das die jahrtausendealten DNA-Moleküle gut geschützt hat. Für die Paläogenetiker waren diese Haare wie eine Goldgrube. Sie boten zum ersten Mal die Möglichkeit, das Genom einer ausgestorbenen Spezies zu sequenzieren und so dem Traum, sie wieder auferstehen zu lassen, einen entscheidenden Schritt näher zu kommen. An der Penn State University hat der deutsche Genetiker Stefan Schuster Methoden entwickelt, auch kleinste DNA-Fragmente wieder zusammenzusetzen. Ein Triumph der synthetischen Biologie. Auch die Mammut-DNA ist im Lauf der Jahrtausende in zahllose Fragmente zerfallen. Die Wissenschaftler müssen die einzelnen DNA-Schnipsel mühsam sequenzieren. In seinem Labor konnte Stefan Schuster schon zwischen 60.000 und 130.000 Jahre alte DNA isolieren und die Gensequenz auslesen. Um möglichst geringe Kontaminationsraten zu erreichen, bedient sich Schuster eines Tricks. Unsere Vorgehensweise besteht darin, dass wir das Haar erst schamponieren und anschließend mit einer Bleiche behandeln. Und das machen wir nicht, um den Mammut blond zu färben, sondern wir dekontaminieren das Äußere des Haares, entfernen, zerstören die Umwelt-DNA, die von den Bakterien stammt. Und erst danach, nachdem die Bleiche neutralisiert worden ist, lösen wir das Haar auf und sammeln die DNA, die innerhalb des Haares selbst und nicht in der Haarwurzel vorhanden ist, und können dann unsere Analysen darauf basieren. Die eigentliche Innovation liegt darin, die Sequenzdaten mit dem bereits bekannten Genom eines noch lebenden nahen Verwandten des Mammuts, dem indischen Elefanten, zu vergleichen. Erst dieser Anhaltspunkt erlaubt es, die Fragmente zu einem kompletten Mammutgenom zusammenzusetzen. Wie bei einem Riesenpuzzle werden die Mammut-DNA-Schnipsel im Computer am Erbgutraster des Elefanten ausgerichtet. In dieses Raster werden die DNA-Bruchstücke verschiedener Mammuts eingepasst, bis es schließlich die gesamten Erbinformationen enthält. So lassen sich etwa 4 Millionen Unterschiede im Erbgut zwischen Elefanten und Mammuts erkennen. Das Mammutgenom war zu unserem Schrecken ungefähr 50% größer als das eines Menschen. Und insofern ist es wesentlich aufwendiger und teurer, dieses Genom bis zur Gesamtheit zu sequenzieren. Aber aufgrund der immer neuen Sequenziermethoden und auch dem Preisgefälle in der Durchführung solcher Studien ist es uns nun möglich, das Mammutgenom mit in seiner Gesamtheit und auch mit einer sehr großen Datensicherheit zu sequenzieren. Trotzdem hat es Jahre gedauert. Beim Neandertaler muss noch eine weitere Hürde überwunden werden. Das Problem: vom Neandertaler wurden bis heute nur Knochen und keine Haare gefunden. Und die meisten Fundstücke sind bereits mit der DNA der Archäologen kontaminiert, die sie ausgegraben haben. Die neuen Anforderungen an die Unversehrtheit der Fundstücke lassen die Bergung von Knochen für DNA-Analysen wie eine Crime Scene Investigation aussehen. El Cidron ist ein Tatort aus der Steinzeit und die Wissenschaftler sind Paläoforensiker. Peinlichst genau achten die Ausgräber darauf, den Kontakt mit den Zeugen der Vergangenheit zu vermeiden, um die alte Erbsubstanz nicht mit ihren eigenen DNA-Spuren zu verunreinigen. Von allen Mitarbeitern werden DNA-Proben genommen, um eventuelle Verunreinigungen später identifizieren zu können. Sofort nach der Bergung werden die Knochen tiefgefroren und abtransportiert. Die Neandertaler-DNA ist trotzdem noch fragmentiert, unvollständig und durch Bakterien-DNA verunreinigt. Diese muss identifiziert und eliminiert werden. Um dann ein vollständiges Neandertal-Genom zu bekommen, wird es auch am Erbgutraster eines nahen Verwandten ausgerichtet. Diesmal diente das menschliche Erbgut als Referenz. Adrian Briggs musste in seiner Zeit am Max-Planck-Institut in Leipzig Milliarden DNA-Fragmente des Neandertalers mehrfach sequenzieren. Um wirklich sicher zu gehen, dass die Neandertaler Erbinformationen vollständig sind, nutzen die Wissenschaftler sogar das Äquivalent der Genome von 20 verschiedenen Neandertalern. Die Ergebnisse aus dem Vergleich der Erbinformationen des Menschen und der des Neandertalers liegen nun vor.
Wir haben herausgefunden, dass Neandertaler und wir uns genetisch zu 99,5% ähneln. Fast das gesamte Genom ist also gleich. Doch einige Unterschiede sind sehr interessant. Man kann diese Unterschiede auf eine Zeitskala setzen und berechnen, wann sich Neandertaler und moderne Menschen genetisch getrennt haben. Und wir schätzen, dass dieser Zeitpunkt etwa 300.000 bis 350.000 Jahre zurückliegt. Evolutionär ist das ein Wimpernschlag. Und neben genetischen Hinweisen, dass der Neandertaler sprechen konnte, war der erste Europäer wohl eher hellhäutig, mit Sommersprossen und der Anlage für eine rote Körperbehaarung. Ein wichtiges Ergebnis ist also, dass die Neandertaler untereinander genetisch wesentlich homogener waren als wir heutigen Menschen. Könnte dies der Grund sein, warum sich Neandertaler veränderten Umweltbedingungen schlechter anpassen konnten als wir? Warum haben wir überlebt und der Neandertaler nicht? Unsere Spezies breitete sich aus Afrika kommend aus. Und wann immer wir auf der Welt mit anderen Menschenarten koexistierten, haben wir diese ersetzt. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Spezies die Natur in ganz besonderer Weise ausbeutet. Heute machen wir uns Sorgen über die Umweltzerstörung, über das Massenaussterben und wir denken, dass dies gerade mal seit 100 Jahren passiert. Dabei begann das alles schon vor etwa 50.000 Jahren. Wir sind die einzige Spezies, die erwiesenermaßen viele andere Säugetierarten ausgerottet hat. Und das schließt die Frühmenschen mit ein. Wann immer unsere Vorfahren auf andere Jäger- und Sammlerpopulationen trafen, haben wir sie beim Kampf um Naturressourcen übertrumpft. Der moderne Mensch trägt nur einen winzigen Teil Neandertaler-Erbgutes in sich. Das gilt allerdings nur für Europäer, Asiaten und die Ureinwohner Amerikas. Afrikaner sind davon ausgenommen. Eine Erklärung dafür ist, dass sich Neandertaler und moderne Menschen im Nahen Osten vermischten, bevor sich ihre Nachkommen über alle anderen Kontinente verteilten. Ob nun der Neandertaler mit dem Homo sapiens Sex hatte oder nicht, sicher ist, dass wir dem Neandertaler technologisch überlegen waren. Heute sind wir sogar in der Lage, Leben im Labor neu zu erschaffen, auch längst ausgestorbenes Leben. Stefan Schuster von der Penn State University denkt jedenfalls schon daran, einen Zeitgenossen des Neandertalers, das Mammut, wieder auferstehen zu lassen. Wir sind heute in der Lage, gezielt in die Erbinformationen einzugreifen und einzelne Buchstaben im genetischen Code auszuwechseln. Wir können also theoretisch die embryonalen Stammzellen eines heute lebenden Elefanten nach und nach in die eines längst ausgestorbenen Mammuts verwandeln. 4 Millionen Änderungen sind zwar technisch sehr aufwendig, aber möglich. Die Mammutstammzelle würde zum Embryo herangezüchtet und schließlich von einer Elefantenleihmutter ausgetragen, so die Theorie. Ich denke, dass innerhalb des Zeitraums meines Lebens das eine Realität werden wird. Und einer der Gründe besteht darin, dass wir in dem Umfeld von Agrarwirtschaft diese Art von In-vitro-Fertilisationen, aber auch von Genomveränderungen von Farmtieren, das wird bereits täglich millionenfach durchgeführt. Und deshalb denke ich, mit der Änderungen und technologischen Erneuerungen, die über die nächsten Jahre noch stattfinden wird. Es wird ein Nebenprodukt dieser Agrartechniken sein, die das dann letztendlich auch ermöglichen werden, dass man, wenn man das dann überhaupt noch will, ein Mammut wiederbeleben können wird. Zurück nach Cambridge.
Nicht nur am Massachusetts Institute of Technology wird seit langem an der synthetischen Biologie geforscht. Der Mann, der eine Elefantenstammzelle in die eines Mammuts umwandeln könnte, ist George Church von der Harvard University. Der bekannte Gentechnologe hat eine neue Technik entwickelt, mit der man hunderte DNA-Veränderungen in einem Genstrang gleichzeitig durchführen kann. Trotzdem liegen die Kosten für ein solches Downgrade einer Elefantenstammzelle immer noch bei etwa 10 Millionen Dollar. Das wird billiger werden. Church weiß, dass sich die Leistungsfähigkeit der synthetischen Biologie schon heute viel rasanter entwickelt als die Leistung von Computerchips. Die Leistung von Computerchips wächst jedes Jahr um das 1,5-fache. Das ist toll. Aber das Lesen und Schreiben von DNA, im Grunde die Fähigkeit der synthetischen Biologie, Leben zu schreiben, wächst nicht nur um das 1,5-fache pro Jahr. Sie wuchs in den letzten 5 Jahren pro Jahr bereits um das 10-fache. Es wird langsam Zeit, dass man bemerkt, was hier passiert. Wir haben eine Methode entwickelt, die es uns erlaubt, einzelne Genbausteine oder eine riesige Menge dieser Bausteine über das gesamte Genom verteilt zu verändern. Es ist fast so, als ob man ein Genom völlig neu aufbaut, und das kostengünstiger, als man es sich vorstellen kann. Ingenieure und Genetiker entwickeln im Labor von George Church zusammen die Prototypen neuer Gensynthesizer. Mit diesen Geräten können die Molekularbiologen in bisher nie gekannten Ausmaßen die Gene in einer lebenden Zelle verändern. Sollte es gelingen, Schritt für Schritt eine Mammutstammzelle zu bauen, wäre das Gleiche auch für den Neandertaler denkbar. Liefert also das entschlüsselte Neandertal-Genom die Grundlage für eine Auferstehung des Neandertalers, so wie es für das Mammut schon heute möglich erscheint? Ich denke, das ist eine der wichtigsten Fragen, die man in diesem ganzen Umfeld stellen muss. Weil es gibt ganz klar ethische Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. In dem Fall mit dem Neandertaler muss man sofort die Frage stellen, wer bitteschön wäre denn die Leihmutter? Was passiert, wenn diese Experimente nicht gehen wie gewünscht? Und ich denke, es ist zwei verschiedene Dinge, ein Farmtier, eine Ziege, ein Schaf, eine Kuh zu klonieren oder mit einer Menschenspezies zu experimentieren. Und ich denke, dass die ethischen Richtlinien, denen wir alle unterliegen, es nicht erlauben werden, solche Forschungen durchzuführen. Und das ist auch gut so. Für George Church von der Harvard University geht es in einem ersten Schritt noch nicht um die Erschaffung eines Neandertaler-Individuums. Er denkt zunächst nur daran, die Zellen des Neandertalers wieder auferstehen zu lassen. Wir können und werden wahrscheinlich auch menschliche Stammzellen produzieren, die eine oder 10 oder mehr Änderungen haben, um zu testen, wie Neandertaler wirklich waren. Man kann sie sich vorstellen wie die lebende Version eines Museumsstücks. Es gibt Grenzen, was man durch das Betrachten von DNA-Sequenzen herausbekommen kann. Wir können diese Zellen und alle möglichen Zwischenstufen zwischen Menschen und Neandertalern schon in den nächsten Jahren selbst herstellen, entweder auf der Zellebene oder sogar auf der Gewebeebene. Waren Neandertaler widerstandsfähiger gegen Infektionskrankheiten wie AIDS, Krebs oder Malaria? Ihre synthetisierten Zellen könnten neue Wege in der medizinischen Forschung aufzeigen. Überwiegen beim Klonen von Zellen des Neandertalers die Vorteile oder die möglichen Risiken? Eines scheint sicher, auf der Ebene der Zellkulturen wird der Neandertaler wieder auferstehen. Am MIT läuft die Endausscheidung im iGEM-Wettbewerb. 2012 nahmen mehr als 2000 Nachwuchswissenschaftler aus der ganzen Welt daran teil. Wer wird das beste Projekt zur synthetischen Biologie abliefern? Hier wird die Verknüpfung ingenieurswissenschaftlicher Prinzipien mit Elementen der Informatik, Gentechnik und Molekularbiologie überdeutlich. Auch die Bielefelder Studenten haben es bis in die Finalrunde geschafft. Nach nur 6 Monaten intensiver Forschung sind sie in der Lage, E. coli-Bakterien verschiedene Lakasen herstellen zu lassen. Aber wie wird daraus ein Biofilter?
Sie haben die Lacase-Moleküle biochemisch an kleinen Glaskügelchen fixiert. Die im Abwasser gelösten Schadstoffe können so von den Lacase-Enzymen gebunden und herausgefischt werden. Wir haben es noch geschafft, eine Lacase aus dem Tramitis nun endlich dazu zu bringen, genau das zu machen, was wir wollen. Wir haben gezeigt, die Lacase ist aktiv, wir können die produzieren. Wir haben unsere Ergebnisse nochmal komplett überarbeitet, haben dann nochmal völlig andere Sachen rausbekommen, konnten zeigen, dass wirklich alles, was wir uns vorgenommen haben, in einer gewissen Art und Weise funktioniert. Und wir sind jetzt doch sehr zuversichtlich mit den ganzen Ergebnissen, die wir hier neu präsentieren können. Endlich ist es soweit. Team Bielefeld darf vor den Preisrichtern und Studenten aus der ganzen Welt die Forschungsergebnisse der letzten 6 Monate präsentieren. Die radikale Vereinfachung in der Anwendung der synthetischen Biologie ist das Ziel des Wettbewerbs. Die Erzeugung von künstlichen Lebewesen soll zum Kinderspiel werden. Mittlerweile wird mit synthetischer Biologie längst nicht nur in den Laboren der Universitäten experimentiert. Biohacking ist im Begriff, ein Volkssport zu werden, so wie heute das Computerprogrammieren. Immer häufiger organisieren sich Hobbybiologen in kleinen Gruppen wie bei Genspace in Brooklyn, wo sie für wenig Geld an lebenden Organismen Dinge ausprobieren möchten. Sie haben Zugang zu Maschinen und Reagenzien, einem bestens ausgerüsteten Labor, ohne dafür an einer Hochschule eingeschrieben zu sein. Ins Genspace kommen sogar Künstler wie Nurit Barshay, die nach keiner konkreten Anwendung für bestimmte Lebensformen suchen. Das ist neu. Bis vor kurzem war die Biologie eine Wissenschaft für Spezialisten. Nun steht sie allen offen. Das setzt Kreativität frei. Nurit nutzt die hochspezialisierten Kommunikationsmöglichkeiten von Bakterienkolonien auf einer Nährlösung, um mit Mikroorganismen Muster zu malen. Dazu setzt die Künstlerin die Bakterien lediglich unterschiedlichen Tönen aus. I think a lot of artists who are working with biology and with life forms are looking at. Ich denke, viele Künstler, die mit Biologie arbeiten, möchten mit Leben und Tod selbst arbeiten. Durch die Arbeit am lebenden Objekt stellen sich viele Fragen über Leben und Tod. Synthetische Biologie zieht sich deshalb durch meine gesamte Arbeit. Niemand kann heute noch die künstliche Biologie ignorieren. Auch die Öffentlichkeit nicht. Die Öffentlichkeit nimmt Notiz. Und Genspace reagiert. Immer mehr Menschen aus allen Bevölkerungsschichten nehmen hier an Biologiekursen teil. Für Ellen Jorgensen, Chefin von Genspace, ist das die Demokratisierung der Wissenschaft. Wir wollen die breite Öffentlichkeit auf Augenhöhe und ohne Bedrohungsszenarien über synthetische Biologie aufklären. Ein Biotop aus Biohackern entsteht, die künstliche Organismen auch in Heimarbeit zusammenbasteln können. Gentechnische Experimente mit Bakterien in einer Garage? Auch die Genspace-Chefin macht sich darüber Gedanken. Ich bin ein Kind der 60er Jahre. Und wenn mir einer damals gesagt hätte, dass ich heute mit FBI-Agenten zusammenarbeite, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Aber die Zeiten ändern sich. Und nach dem 11. September sind wir selbst aktiv geworden. Wir haben das FBI bei iGEM angesprochen und sie gebeten, ihren Kollegen aus New York von uns zu erzählen. Das FBI hat der Biohacker-Szene die Hand gereicht, um eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung zu entwickeln. Das ist auch der einzig gangbare Weg. Denn wenn sie diese Technologien unterdrücken, geht das alles in den Untergrund. You're from the FBI? Yes, sir. Yeah, you're here because of biosafety? Biosecurity. Biosecurity. Yes, insurance or some part of the DNA, some gene of an organism that is classified as... Auch in Deutschland ist es erlaubt, Gene aus Organismen herauszuholen, sie anzuschauen und zu analysieren, ja sogar sie zu vermehren. Wer kann, der darf. Aber Gene in lebende Organismen einzubauen, sie gentechnisch zu verändern, das ist nach dem Gentechnikgesetz in Deutschland nur unter qualifizierter Aufsicht in dafür zugelassenen Laboren gestattet. Außerhalb solcher Einrichtungen ist es verboten.
Der Biologe, der in seiner Garage bastelt, schreckt mich nicht. Ich habe Angst vor Bin Laden Biotech. Tagsüber arbeiten Experten an einem Krebsmedikament und nachts an etwas Gefährlichem. Wir arbeiten bei iGEM mit dem FBI zusammen. Denn wenn es um böse Leute geht, die schlimme Dinge tun, sind das die Experten. Das FBI hat kein Interesse daran, die jungen, neugierigen Biotechnologen der Zukunft in den Untergrund zu treiben. Bei iGEM entstehen Beziehungen, Freundschaften und die nötige Sensibilität, aufeinander aufzupassen. Randy Redberg und sein Team wollen mit synthetischer Biologie begeistern. Das haben sie bei iGEM zweifellos geschafft. In diesem Jahr hat die Uni Groningen aus Holland mit einem Biosensor, der verdorbenes Fleisch aufspüren kann, überzeugt. Der Hype um die synthetische Biologie macht mir keine Sorgen. Ich sorge mich ein wenig darüber, dass sie durch fantastische Darstellungen falsch bewertet wird und den Menschen Angst macht. It turns out that nature is doing crazy stuff all over the world all the time. Es zeigt sich, dass die Natur zu jeder Zeit überall auf der Welt verrückte Sachen macht. Viren, die Grippe, es wird Pandemien geben. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Es gilt, Probleme zu lösen. Umweltprobleme, Energieprobleme. Und was wir mit synthetischer Biologie machen, ist ganz fundamental. Eine gigantische Revolution im Umgang mit Materie. Das zu beherrschen, wird noch ganz entscheidend werden. Die synthetische Biologie hat das Potenzial, Großes zu leisten. Weil ihre Handhabung immer modularer und damit einfacher wird, verspricht die Zukunft, mit biologischen Maschinen bevölkert zu sein, die Stoffe produzieren, die die Menschheit braucht. Die meisten Menschen werden sich damit anfreunden können, dass biologisch programmierbare Lebensformen Treibstoff produzieren oder Medikamente. Es ist jedoch nicht abzusehen, wo die Geschichte enden wird. Was heute ethisch nicht vertretbar ist, mag morgen Normalität sein. Schimpansen sind auch eng mit uns Menschen verwandt. Menschenrechte besitzen sie deshalb noch nicht. Wäre es vielleicht möglich, ein Neandertal-Baby von einer Schimpansen-Leihmutter austragen zu lassen? Neandertaler könnten so wie wir sein und sich uns gegenüber verhalten, so wie wir es auch untereinander tun. Wir wissen nicht, wie sich das entwickeln könnte. Es ist wie bei einem Neugeborenen. In Bezug auf Gut und Böse weiß man nicht, wie sich das Baby entwickeln wird. Aber man hat große Hoffnungen. Warum sollten wir ein ausgestorbenes Wesen zurück ins Leben holen? Weil es möglich ist? Um mit einer anderen Intelligenz zu kommunizieren, die uns fremd ist und doch nahesteht? Und schließlich, würden wir den Neandertaler in den Zoo stecken? Oder in ein Untersuchungslabor? All das ist Zukunftsmusik. Noch. Und wir ahnen noch nicht im Ansatz, wozu wir Menschen überhaupt fähig sind. Aber zumindest verstehen wir nun einen Teil unserer frühesten Geschichte ein wenig besser.